Interessanterweise ist die erste Inspiration, die Hoffmannsthal zu diesem Stoff hatte, nicht die Figur der Arabella gewesen, sondern die ihrer Schwester oder ihres Bruders, so genau kann man das vielleicht gar nicht sagen, Stenka, Stenko. Bei Strauss in Arabella kehrt sich das so ein bisschen um. Das liegt daran, dass Strauss sich immer mehr Material für die titelgebende Schwester gewünscht hat und Stenko in der Oper so ein bisschen zu einem dramaturgischen Clou, ich würde nicht sagen herabgewürdigt wird, aber doch auch benutzt wird. Also die Tatsache, dass Stenko sich als Mann oder dass Stenka sich als Mann, als Stenko verkleiden muss, ist so ein bisschen ein Komödienplot, das ist auch ein dramaturgisches Element. Ich habe beschlossen, in der Inszenierung diesen Erzählstrang eigentlich mit Hofmannsthal deutlich stärker zu machen, gerade weil man durchaus das Gefühl hat, dass in diesem Stück diese Nebenfigur eigentlich als heimliche Hauptfigur durchpulst, sozusagen. Das finde ich das Spannende an dem Stück, dass vieles, was an der Oberfläche eigentlich wie ein Operetten- oder wie ein Komödienplot-Twist wirkt, viel größeren Hintergrund und viel tiefere emotionale Bedeutung hat. Und da ist das Stück eigentlich ganz amüsant, weil es dann natürlich im ersten Akt eine unglaubliche Idealkulisse aufbaut und die dann aber auch selbst aus seinen eigenen Bedingungen heraus von Akt zu Akt demontiert. Also allein im zweiten Akt entpuppt sich ja der vermeintliche Traumprinz schon als ein ziemlicher Choleriker. Im dritten Akt muss er dann auch Abbitte leisten oder wird auch ziemlich stark in seine Schranken gewiesen oder auch wie in so einer alten Komödie vorgeführt. Das ist aber etwas, was in diesem Stück als Entwicklungsprozess drin ist. Also das entwirft tatsächlich eine Art, also anhand der Figur Arabella entwirft das Stück wirklich eine Art Emanzipationsprozess von einer Frau, die wirklich sich nicht anders vorstellen kann, ganzheitlich zu werden, wenn sie nicht den richtigen Mann findet, zu einer sehr, sehr selbstbestimmten und am Ende eben im permanenten, fluiden Neujustieren befindlichen Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die in dem Stück Along the Way beschrieben wird. Ich weiß nicht, ob es ein Happy End ist am Ende, aber ich glaube, dass jede der Figuren eine Art von Befreiungsprozess durchmacht. Und das neu erworbene Plateau kann auch wiederum Startpunkt für neue Abenteuer und Erkenntnisse sein. Das ist eigentlich jede Figur im Stück interessant. Also Matteo findet da irgendwie zu einer Identität für sich, dass er vielleicht nicht das liebt, was er als Soldat allein zu lieben müssen glaubt. Arabella macht wirklich einen ganz klassischen Emanzipationsprozess durch. Stenko geht durch eine große Identitätskrise, die sie oder ihn am Ende zu einer ganz anderen Erkenntnis führt. Und auch die ältere Generation, also Waldner und Mandrika, die lernen schon auch, dass vielleicht die Welt nicht so binär oder gar so eindimensional ist, wie sie sich bisher vorgestellt haben.